Es ist irgendwas was anderes. Also Fahrt wird dann garantiert. Mhm. Weil pflegen muss dich frei. Das ist der erste Punkt, das muss. Dazu gekommen bin ich durch Zufall. Ich habe mir das Stück gekündigt, habe was Neues gesucht und das war das erste, was ich gefunden habe. Wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben, bin jetzt mittlerweile 32 Jahre dabei und wollte auch dann nicht mehr weg. Also ich wollte wirklich das einfach weiter. Empathie, Geduld, Flexibilität und man darf nicht alles so ernst nehmen, gerade wenn man mit das sein will. Es ist irgendwas was anderes. Du hast einen Haufen verschiedene Menschen auf einem Fleck beieinander. Du siehst jeden Tag was anderes. Also sie sind so wie sie sind. Man muss manchmal auch Sachen tolerieren, die man oft nicht versteht, warum sie es tun. Aber genau das ist eine Herausforderung. Also Fahrt wird dann garantiert. Es ist eine schöne Arbeit. Also mit Menschen. Von der Arbeit her manchmal anstrengend, das auf alle Fälle. Aber es gibt auch noch was. Also es ist nicht nur so, dass man den ganzen Tag gibt und tut. Man kriegt auch was zurück. Also von der Arbeit her ist es irrsinnig schön. Darum bin ich auch immer dabei. Weil es ist ja nicht so, dass man messert. Aber man tut es gern. Und wenn man ehrlich ist, man möchte auch nicht anders. Traumbedingt sind manchmal ein bisschen schwierig. Das spüren wir schon, dass schon mehr. Und das funktioniert in der alten Arbeit nicht. Das sind langsame, geschickte Leute, die eine Ruhe brauchen, die ein Gefühl brauchen, wo nicht mehr schnell schneckelt, wo 5 Minuten kein Zeitlimit sind. Also, und wie ruhiger und wie geduldiger, dass ich mit wem umgehe, umso mehr kriegst du zurück, umso mehr Freude haben sie, umso mehr können sie mit dir mitgehen. Und das macht es einfach aus. Ja, wir kinderten schon langsam ein bisschen das Verständnis einfordern, sage ich jetzt einmal, von der Politik, dass wir für uns eine Zeit brauchen. Geld ist wunderbar und es ist schon gut, wenn wir darüber reden, aber was wir nur mehr brauchen, ist Zeit für Bewohner, dass die Arbeitsbedingungen einfach leichter werden. Wenn wir am ganzen Tag das Gefühl haben, wir haben einen Stress und wir können das, was wir eigentlich für Bewohner tun, nicht mehr tun, weil es einfach im Tag nicht mehr Platz hat, dann wird es schwierig. Wenn wir sehen halt auch Sachen, dass wir eben schlecht wird, dass wir Schmerzen haben, dass wir stirbt. Das hältst du nicht aus, wenn du nicht mehr die Zeit hast, dass du das riechst, dass du eben wirklich pflegst. Und wenn es nicht nur, ja, abwaschen, schön sitzen ist, das funktioniert nicht. Also das, da kommt keiner in Pflege, weil pflegen musst du dich frei. Das ist der erste Punkt, das muss. Du musst Zeit haben für Bewohner, du musst Zeit haben für das, was dich auch freut. Und du musst das Gefühl haben, wenn du auf die Nacht warm gehst, du musst es gut machen. Und ja, da hilft es mir nichts, wenn du sagen, ja, du musst das perfekt machen, das wissen wir.